Hallo zusammen, ich habe hier zwei neue Kühlschränke. Das heißt, der letzte haben wir seit letztem Frühling und den haben wir seit nächstem Jahr, also 2023. Und wir haben sehr viele Reisebusse, also Vans, also umgebaute Kastenwagen, die dann zum Wohnmobil umgebaut werden. Und da hat sich dieser schmale Kühlschrank mit 42 cm, 420 mm so ein bisschen durchgesetzt. Meisten verbreitet sind der Dometic und der Tedford. Vom Tedford höre ich nichts oder nicht viel. Vom Dometic höre ich immer, dass er zu wenig Leistung hat. Problem ist, die haben eine schwächere Kühlmaschine drin und die Belüftung, da komme ich nachher dazu, ist relativ blöd gelöst. Den Slim 90, da seht ihr, da sitzt die Kühlmaschine oben drauf. Die Standard mit 1,5 Meter Leitung, also ich kann die Maschine auch hier runtersetzen, ins Kästchen nebendran oder sogar unten dran, wo er besser belüftet ist, als wenn die Kühlmaschine hier unterm Fahrzeugdach steht. Der Dometic, der zieht wir sehen es hier. Wenn ich die Kühlmaschine unten habe, kann ich die besser belüften. Wenn ich die Kühlmaschine hier oben habe und beim Dometic sauge ich hier mit dem Lüfter oder auf der Seite die Luft hier hinten runter und blase dann hier wieder vor. Jetzt ist das bei euch im Fahrzeug das Fahrzeugdach und diese Luft bleibt dann hier unterm Dach hängen und er saugt direkt wieder die warme Luft an und dann haben wir das Problem, dass dieser Kühlschrank erstickt. Hier ist es so, wir brauchen unten Luft am Kühlschrank, also hier habe ich einen Luftspalt von 2 cm. Wir ziehen hier hinten durch und durch die Thermik zieht uns die warme Luft hier hoch und wir haben eine natürliche Konvektion vom Kühlschrank, wie jeder Kühlschrank zu Hause. Durch das habe ich nicht die warme Luft hier hinten, sondern es zieht hier warme Luft raus und dann hier weg durch die natürliche Wärme. Wir haben hier ein großes Eisfach. Man könnte das Eisfach auch demontieren und dann hätten wir einen großen Kühlschrank, also ohne Eisfach oder Tiefkühlfach. Und hier ist das Tiefkühlfach fest, ist aber wesentlich kleiner und hier ist es dann ein effektives Tiefkühlfach. Hier bleibt es drin, muss drin bleiben, weil sonst haben wir keine Chance von der Kühlleistung her. Die Schränke, ja, da ändert sich nicht viel, da bleibt alles etwa beim gleichen. Hier haben wir ein bisschen größere Auszüge, 2 Stück, also die können wir so rausnehmen. Wir haben ein Tablar weniger, wir können das hier auch verstellen, aber eben wenn ich das Teil hier rausnehme, dann habe ich auch die Gefahr, dass es denn auf die Ware runtertropft. Das ist aber bei jedem Kühlschrank, der so ein rausnehmbares Fach hat. Zur Technik von den Kompressoren. Wir haben an beiden Orten den Danfoss-Kompressor drin. Hier ist das der BD35F mit R1234YF. Also das ist ein hundertprozentiges Drop-in zu R134A und hier fahren wir mit R600. R600 ist Isobutan und das ist verbreitet, ich sag mal, in jedem Haushaltskühlschrank. Dieser Kühlschrank hier, der kommt ab Italien und der Kühlschrank kommt ab China. Großer Unterschied
Ist da von den Abmessungen her, wir haben hier ein bisschen höhere Bauart, ist aber bedingt eben durch die Belüftung, die hier besser gewährleistet werden muss. Hier brauchen wir keine Lüftung, weil die Kühlmaschine muss separat belüftet werden. Ich verlinke euch unten drin den Kühlschrank, neue Kühlschränke ab 2023 und den Standardkatalog August 22. Da sind diese zwei Geräte drin. Ich verlinke hier oben den größeren Kühlschrank und hier unten einen Einbau, wo wir einen Kühlschrank mit externem Kompressor gemacht haben, unter dem Fahrzeug. Ich wünsche euch einen schönen Tag.